Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Wir sind bei der letzten Mission der Yamato-Kampagne. Die nennt sich die Revolte der Kyushu. Was wir tun müssen ist Gegner vernichten, wer hätte es gedacht. So, 3 Bauern, 6 Bauern. Fangen wir gleich mal an mit Nahrung sammeln. Und ich denke, ich werde meine Standardstrategie spielen, die da heißt, Dingsbumskirchen. Wisst schon, berittene Bogenschützen und so. Sind einfach meiner Meinung nach die besten Einheiten im ganzen Spiel. Sind schnell, machen haufenweise Damage und Fernkampf. Da können uns Nahkämpfer nix, da können uns andere Bogenschützen meistens auch nix, weil wir einfach mehr Reichweite haben. Und Katapulte können uns auch nix, weil wir einfach den Schüssen ausweichen können. Im Prinzip kann uns nichts passieren mit dieser Strategie. Außer dass der Gegner ankommt, bevor wir diese vielen dritten Bogenschützen haben, die wir brauchen. Aber ich hoffe einfach mal, das ist nicht der Fall. So, schön Dorfbewohner bauen am Anfang. Und dann gehen wir uns auch gleich mal auf die Suche nach Gold machen. Und da haben wir auch schon Gold gefunden. Sehr gut. Brauche ich noch ein bisschen Holz für meine... für mein Lagerdingens und sammeln noch ein paar Rehe ein. So, da Reh. Du gehst auch mit Rehe sammeln. Warum ich diese Rehe zuerst sammle, ist einfach der Grund, weil die jetzt noch anfangs schön nah an unserem Hauptlager sind. Und das will ich halt ausnutzen, bevor die Viecher auf die dumme Idee kommen, eventuell wegrennen zu können. Und ich dann einfach einen viel weiteren Weg zurücklegen müsste, um die Viecher zu fangen. Deswegen benutze ich die, solange sie noch da sind. Ich meine, die Büsche rennen uns ja nicht weg. So, noch mehr Rehjäger und ihr macht Gold, jede Menge Gold, ganz viel davon. So, mehr Dorfbewohner. Da muss ich mal zusehen, dass ich ins nächste Zeitalter hochkomme, weil wie ihr seht, kann ich im Moment die Briten und Bogenschützen noch nicht bauen. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist ein Tempel. Deswegen baue ich gleich schon mal ein. Einfach um nachher meine Einheiten wieder heilen zu können, falls sie mal doch getroffen werden. Oder sei es drum, gegnerische Einheiten zu bekehren, um sie von mir fern zu haben. Jeder Gegner, den wir bekehren, ist ein Verbündeter mehr. Deswegen dürfte das nicht schaden. Warum macht ihr Holz da unten? Ihr könntet doch zum Beispiel da oben Holz machen. Oder hier. Dann habe ich dann hier nachher ordentlich Platz für meine Bauernhöfe, auf die ich später noch angewiesen sein werde. Weil unendlich Nahrung hoppelt hier ja auch nicht rum. So, noch zwei Dorfbewohner mehr. Einheiten bilde ich keine aus. Wir haben hier noch ein paar stehen, die Flussübergänge Richtung Gegner überwachen. Wenn ich sehe, dass der Gegner kommt, sehe ich das rechtzeitig. Sollte also kein Problem werden, ihn dann ein bisschen aufzuhalten. So, ihr jagt da oben mal weiter.
So, Regierungsgebäude ist gleich fertig. Dann können wir, sofern wir über die nötigen Ressourcen verfügen, ins nächste Zeitalter aufsteigen. Brauche ich noch Holz, brauche noch jede Menge Nahrung, Holz sage ich, Gold. Und jede Menge Nahrung. Um das Gold kümmern wir uns zuerst. Bauen wir noch ein paar Dorfbewohner mehr. So, ihr dürft dabei mitsammeln, anstatt blöd rumzustehen. So, du wirst da noch mitsammeln. Nächster Dorfbewohner geht noch da unten mitsammeln. Ja, wie ihr seht, sind die Rehe jetzt schon alle großteils ziemlich weit weg getrieben worden. Aber da stehen ja noch ein paar rum. So, 580 Gold haben wir schon. Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir zusehen, in die Eisenzeit zu kommen. Und das heißt, dass ihr nicht aufhören dürft, Nahrung zu sammeln. So, da unten wird gesammelt, da oben wird gesammelt. Sind wir doch schon bei 750 Nahrung. Fehlen nur noch 250. Aber die sollten wir eigentlich relativ schnell zusammen haben. Rehe hüpfen hier noch genug rum. Notfalls nehme ich hier zwei Holzsammler. Und lass die auch noch Nahrung sammeln. Weil solange wir noch Nahrung haben, brauchen wir auch kein Holz. Das müssen wir nämlich hauptsächlich in die Bauernhöfe investieren. So, 100 Nahrung noch, die haben wir gleich zusammen. Noch eine Fuhre von den Sammlern. Und dann geht's ab in die Eisenzeit. So, 1000 Gold haben wir zusammen. Gold haben wir noch über 800 Reserve. Sollte reichen, um ein paar wenige Bogenschützen zu bauen, um dann meinen Bauvorgang zu beschleunigen. Baue ich gleich noch zwei Bogenschießanlagen, damit das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Brauche ich noch irgendwas? Nahrungsproduktion erfolge ich dann nachher, wenn es daran dann geht, dass wir Bauernhöfe bauen müssen. Noch brauchen wir keine Bauernhöfe. Noch haben wir die Gazellen und unsere vier Bärensträuche. So, zweite Bogen an Schießanlage steht. So, jetzt heißt es eigentlich, die Nahrung sammeln für. Ne? Gibt es da noch mehr Gazellen irgendwo? Da oben vielleicht. Da gibt es auf jeden Fall noch Holz. Da ist eine Gazelle, zwei Gazellen. Ja, da sind noch ein paar Gazellen. Wenn hier oben sowieso Holz ist, baue ich gleich eine Lagergrube hin. Und hole mir die Gazellen da noch. So. Du jagst das Fieder noch. Und du hilfst ihm dabei. Perfekt. So. Zeitalter sind wir vorangeschritten. Jetzt können wir uns dran machen, unsere wunderschönen berittenen Bogenschützen zu bauen. Priester darf natürlich auch nicht fehlen, um die ganzen Leute wieder hochzuheilen. Angriffsstärke für Fernwaffe muss natürlich auch drin sein. Und hier Handwerk entwickeln bringt uns ein Fernkampfreichweite mehr. Und die zwei Holzfällen sind auch nicht ganz verkehrt. Brauchen wir noch ein bisschen Nahrung.
Ach so. Als nächstes nehme ich mal hier einen von den Goldsammlern. Baue noch mehr Häuser. Drei Bogenschützen haben wir schon mal. Ist zwar nicht sonderlich viel, aber besser als nichts. Oh, dann fange ich mal an, die Bärenbüsche wegzusammeln. Gazellen habe ich noch ein paar. So. Unser Fernwaffen-Upgrade haben wir auch gleich entwickelt. Und dann schieben wir noch das zweite direkt hinterher. Muss sich auch lohnen. So. Da ist noch ein bisschen. Ich könnte mal gucken gehen mit meinem Speer, ob da hinten noch in die Richtung weitere Gazellen sind. Und hopp, drei Nahrung noch. So. Ja, das sind noch ein paar Gazellen. Das sind auch noch Bärenbüsche. Sehr gut. Und noch mehr Gazellen. Gefällt mir doch primär ziemlich gut. So. Ihr habt nichts mehr zu tun. Das kann doch gar nicht sein. Hier habe ich doch noch Aufgaben für euch. So, alle auf das Vieh. Ja, alle daneben geschossen. Super Jungs. Ihr habt's drauf. Megamäßig drauf. So, mehr davon. Jede Menge berittene Bogenschützen. Brauchen wir gleich noch eine Ladung. Und noch eine Ladung. Und noch ein Haus. Ja, wobei Häuser brauche ich eh nicht mehr. Sammle ich lieber Nahrung noch ein bisschen. Kann ich noch irgendwas Witziges erforschen, was uns helfen könnte? Glaube fast nicht. Höchstens dann hier unsere Bauernhöfe, Nahrungsproduktion. Wäre noch ganz interessant. Gold ist leer. Goldreserven haben wir auch ziemlich gut ausgeschöpft. Von dem her eigentlich gar kein Problem für uns. Ihr geht jetzt alle mal Holz sammeln. Weil jetzt bin ich langsam an dem Punkt angekommen, an dem ich Bauernhöfe bauen muss. Oder ich sammle da hinten noch die vier Dornbüsche, wollte ich gerade sagen. Die vier Bärenbüsche. Die nehme ich noch mit. Baue ich einen Kornspeicher hin, das lohnt sich schon. Und dann. Ja. Unser maximales Bevölkerungslimit haben wir sowieso erreicht. Da können wir jetzt auch eigentlich mal einen Vorstoß wagen. So, mal gucken, was uns so erwarten tut. Wenn es alles ist, was er zu bieten hat. Das ist nicht sonderlich viel. Ja, die meisten Gegner kommen ja nicht mal an. Weil die berittenen Bogenschützen halt ordentlich Schaden machen. Eine ziemlich gute Reichweite haben. Und vor allem schnell sind. So. Streitwagen können uns auch mal. Genauso wie irgendwelche Späher, die hier rumdümmlern. Beziehungsweise Kavalleristen. Oh oh. Nicht gut. Dann nehme ich mir hier so einen kleinen Elite-Trupp, mit dem ich viel besser navigieren kann. Um die Katapulte hier auszuschalten.
Vielleicht treffen die Katapulte ja auch ihre eigenen Typen. Oh oh. Nicht gut. Ja, gut. Da ist halt jetzt einer draufgegangen. Aber gegen die vier... Wagenschützen kann ich mich auch noch behaupten. So. Witzig, gerade eben haben die ihre eigenen Typen weggeschossen. Will ich mich natürlich nicht drüber beschweren. So, Katapult ist tot. Der muss zum Healen, der muss zum Healen. Dafür haben wir unsere Priester gebaut. Hier geht dann noch ein bisschen Nahrung sammeln. Und mit dem Rest drücke ich weiter vor. Hier ist auch noch ein bisschen Gold, das wir uns dann holen können. Und mehr Reichweite als den Turm sollten wir haben. Weil wir eh noch keine Katapulte gebaut haben. Ja, sperr dich ein in einem Holzhaufen, hast schon recht. So, der Turm ist kaputt. Dann mache ich mich mal an den nächsten. Was ich danach bauen werde, ist eine Waffenschmiede, beziehungsweise ich ziehe hier mal die paar Leute ab. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten an. Funktioniert aber nicht ganz so toll, weil wir den einfach wieder zurückziehen zum Healen. Und die meisten Nahkämpfer nicht mehr ankommen. So, wo sind meine Dorfbewohner, die ich vorhin weggeschickt habe? Da stehen sie noch. Mal mit denen laufe ich jetzt vor. Baue hier eine Lagergrube hin. Den Turm mache ich noch platt. Und was mache ich mit den restlichen, die noch da so rumstehen? Sind meine ganzen Typen geheilt? Die nicht. Der eine nicht. Die anderen ziehe ich wieder mit nach vorne. Und die drei bauen mir noch zwei Waffenschmieden hier hin. Dass ich direkt am Geschehen hier ein paar Katapulte reinbasteln kann. Schön brav die Dorfbewohner töten. So. Jetzt haben wir dem Gegner eigentlich schon jede Menge Schaden angerichtet. Und vor allem die Überhand gewonnen. Was wir jetzt eigentlich nur noch machen müssen, ist alles von ihm zu vernichten. Primär die Dorfbewohner und seine Wirtschaft zu schwächen. Nicht, dass er auf die Idee kommt, noch irgendwas nachzubauen. Weil irgendwann gehen ihm die Ressourcen aus, wenn er keine Dorfbewohner mehr hat. Wir haben noch jede Menge. Von dem her. Katapult. Katapult. Da fällt mir ein, wir könnten hier noch in unserem Regierungsgebäude Technik entwickeln. Mehr Reichweite für unsere Katapulte. Lässt sich was anfangen mit. Ja, mit dem Speer kann uns eigentlich nichts mehr tun. Ihr dürft da mal an die Bauernhöfe ran. Und dann baue ich gleich noch mehr neue. Unser Bevölkerungslimit erreicht. Deswegen töte ich die jetzt einfach mal alle hier. Die brauchen wir sowieso nicht mehr. Die lasse ich noch stehen. Die brauchen wir auch nicht mehr. So. Dann sollte ich eigentlich noch ein paar Katapulte bauen dürfen.
Unser Reichweiten-Upgrade haben wir nun erforscht. Das heißt, wir können ziemlich sicher mit den Katapulten dann auf die Türme losgehen. So, da noch. Die beiden noch. Habe ich noch mehr Platz? Ja, sehr, sehr gut. Bringt der Anzahl an Katapulte. Sollte dieses Level eigentlich ziemlich schnell gewonnen werden. So, 4 Katapulte. 2 sind noch im Bau. Sie macht 6 Katapulte. Da geht schon was. Ja, wie gesagt, der Gegner könnte mittlerweile genauso gut aufgeben. Eine Chance hat er sowieso nicht mehr. Meiner Meinung nach. Ich glaube kaum, dass er noch irgendwelche Einheiten in der Hinterhand hat, die er noch auf uns hetzen könnte. Aber naja. Mission ist Mission, ne? Und wenn wir halt alles zerstören müssen, dann müssen wir halt alles zerstören. Mit dem kleinen Teil gehe ich mal dahinter. Weil da noch ein Bauern rumgelaufen ist. Nicht gut. Da stehen sogar noch mal mehr Bauern, die er scheinbar irgendwie eingebaut hat. Weil die sich nicht mehr bewegen können. Dieser Trottel. Steht da hinten noch irgendwas rum? Schaut nicht so aus. So, dann können wir mit denen weiter vor. Mit denen können wir weiter angreifen. Und die haben ihren Spaß da hinten. So, das war's da hinten. Räumen wir einfach von unten nach oben auf. Den fahre ich mal hier hoch. Da steht nämlich noch ein Turm rum. Die behalte ich da unten. Mit denen gehe ich hier oben lang. Wenn das geht, dann weiß ich, sollte ich den Wald hier wegholzen können. Oder auch nicht. Dann kann ich es halt nicht. So. Vorrücken. Da dann noch ein bisschen was, nicht viel. So, kümmern sich die Katapulte drum. Ich gehe weiter vor mit meinen Reitereinheiten. Und da ist der nächste Turm. Irgendwo hatte ich noch einen Speer stehen. Aber ich nehme einfach den hier, guck, was er hier noch so hat. Kann es sein, dass er da noch irgendwas stehen hat, was noch zerstört werden muss? Gucken wir lieber vorher nach. Bevor wir es dann im Nachhinein feststellen. Da steht nichts mehr. Vielleicht steht da noch was. Oder hier noch. Ich glaube, da hat er noch ein paar Türme stehen. Ja, da steht noch ein Turm. Um den sollen sich meine Katapulte kümmern. Und da steht, glaube ich, auch noch ein Turm drauf, wenn ich mich nicht irre. Ja. Den Turm da oben mache ich schnell mit meiner Reiterei kaputt. Bis die Katapulte da hochgefahren sind, ist der Turm wahrscheinlich schon längst kaputt. Oh. Das muss natürlich auch noch aus dem Weg geräumt werden. Können wir mal weiter hochfahren. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes, aber ich glaube es nicht. So, dann dürfte das...
der letzte gegnerische Turm sein, der noch steht. Und auch das somit das letzte Objekt, das wir noch zerstören müssen. Wenn ich diesen Turm zerstört habe, ist die Kampagne beendet und es fängt eine Filmsequenz an. Deswegen sage ich jetzt schon mal tschüss Leute. Ich mache demnächst weiter mit der Erweiterungskampagne. Ciao.